Sie haben es geschafft. In jahrelanger Arbeit ist es den Ingenieuren eines Rüstungsunternehmens endlich gelungen, ein ganz eigenes, funktionsfähiges Raumschiff zu konstruieren, auf Grundlage von Alien-Technologie. Nicht nur verborgen vor der Öffentlichkeit, sondern auch vor den Augen des Pentagons. Doch dabei standen sie unter der Beobachtung einer Sondereinheit des Verteidigungsministeriums, die nur darauf lauerte, sie bei einem Fehler zu erwischen. Und dieser Fehler sollte nicht nur Konsequenzen für die Piloten und Ingenieure des Raumschiffs haben. Und damit hallo meine Lieben zu einer brandneuen Nachricht über einen, ja, wirklich hochbrisanten Vorfall in der Wüste von Nevada. Und nein, hier geht es nicht um die Area 51, sondern um einen hochrangigen Politiker, der uns von dem Kampf um ein abgestürztes UFO berichtet. Auftragnehmer der Regierung und US-Soldaten, die aufeinandergestoßen sind und sich schließlich in einem Feuergefecht wiederfanden. Alles, was ihr dazu wissen müsst, das erfahrt ihr wie immer direkt nach dem Intro. Vor wenigen Wochen erst enthüllte David Grush den Namen eines der Luft- und Raumfahrtunternehmen, die im Besitz abgestürzter UFO-Technologie sei. Und es war unter Insidern keine wirkliche Überraschung. Lockheed Martin. Schon seit Jahrzehnten hält sich das Gerücht, dass sie weitaus mehr entwickeln als nur zivile Flugzeuge und Rüstungstechnologie für die US-Armee. Ganz vorne mit dabei das berühmt-berüchtigte Skunk Works Program. Technologie, um E.T. nach Hause zu bringen, wie es der damalige Leiter Ben Rich einmal sagte. Nun hat sich ein weiterer Whistleblower zu Wort gemeldet. Erzählt uns von einem höchst brisanten Vorfall zwischen Alien-Technologie und einer Einheit des US-Militärs. Ein Kampf um ein abgestürztes UFO. Kein außerirdisches Objekt, sondern ein funktionsfähiges Raumschiff, das von Lockheed Martin selbst entwickelt worden ist, auf Grundlage jahrelanger Erforschung eines echten außerirdischen Objekts. Was wir gleich hören werden, ist schon wirklich hochinteressant. Der ehemalige Kandidat für den US-Kongress, ein gewisser John Stewart, war im Podcast Redacted zu Gast. Dieser wird von dem ehemaligen Fox News-Moderator Clayton Morris moderiert. Also schon sehr gut journalistisch geleitet und aufbereitet. Und dort berichtet uns Stewart von einem, naja, sehr brisanten Vorfall in Zusammenhang mit einem, ja, vom Menschen konstruierten UFO, das allerdings abgestürzt sei. Und dieser Crash hatte so einige Konsequenzen für die Beteiligten. Wirklich hochspannend. Fangen wir daher wie immer von vorne an. John Stewart erzählt uns von dem Kontakt mit einem Informanten, der einst ein hochrangiger Mitarbeiter bei Lockheed Martin war. Ein monatelanger E-Mail-Kontakt, der auch in mehreren persönlichen Treffen endete. Nicht ohne Konsequenzen. Stewart habe mit der Zeit gemerkt, dass er beobachtet wird. Von dem Geheimdienst mit den drei großen Buchstaben, wie er es nennt. In den letzten Wochen musste der Politiker feststellen, dass sowohl seine persönlichen als auch dienstlichen E-Mail-Konten gehackt worden seien. Immer wieder kämen Drohanrufe. Beginnend mit Stewarts Entscheidung, die Worte des Whistleblowers endlich öffentlich zu machen. Anscheinend haben diese Attacken Stewart nicht davon abhalten können, mit seiner Geschichte an die Öffentlichkeit zu gehen. Alles, was ihm berichtet worden sei, hat er gestern im Podcast Redacted ausgesprochen. Stewart offenbart uns, Lockheed Martin hat ein geheimes Alien-Rückgewinnungsprogramm, als auch ein Reverse-Engineering-Programm, sprich die Entwicklung moderner Technologien anhand abgestürzter außerirdischer Objekte. Doch damit lange nicht genug. Den Ingenieuren sei es gelungen, ein voll funktionsfähiges Raumschiff zu erbauen, mit unglaublichen Geschwindigkeiten durch die Lüfte zu rasen.
Seine nächsten Worte lassen aber daran zweifeln, ob dieses menschengemachte UFO tatsächlich so ausgereift ist, wie es Lockheed Martin gerne gehabt hätte. Stewart berichtet uns von einem brisanten Vorfall aus dem Jahr 2004. Ein menschengemachtes Raumschiff, das Stewart als Lockheed-Reproduktionsfahrzeug bezeichnet, sei im Jahr 2004 in der Wüste von Nevada abgestürzt. Lockheed selbst sei darauf vorbereitet gewesen, dass so etwas durchaus passieren könnte. Es sei immer noch im Rahmen der Testflüge gewesen. Ingenieure und Rettungskräfte wären in Alarmbereitschaft gewesen, bereit, sofort an Ort und Stelle zu eilen. Dies geschah dann auch. Doch die Männer und Frauen von Lockheed Martin seien nicht die einzigen Beteiligten gewesen. Ein Spezialeinsatzkommando des Pentagons sei ebenfalls vor Ort gewesen. Das Joint Special Operations Command, oder kurz gesagt, das JSOC. Sie beobachteten im Geheimen die Testflüge des Luft- und Raumfahrtunternehmens. Anscheinend haben sie nur darauf gewartet, dass das passiert, was gerade im Gange war, der Absturz eines dieser Objekte. Stewart berichtet uns, dass sowohl das Lockheed Martin Team als auch die Einsatzkräfte des JSOC zur Absturzstelle eilten, dort aufeinandertrafen. Das JSOC habe dabei das abgestürzte UFO beschlagnahmen wollen. Für das Pentagon. Das Verteidigungsministerium habe schließlich Lockheed Martin nur die UFO-Technologie überlassen, unter der Prämisse, sie allumfassend zu informieren. Dass es ihnen aber gelungen sei, ein eigenes Raumschiff zu konstruieren, war nicht Teil der Absprache. Man habe es dem Pentagon verschwiegen. Nach den Informationen von Stewart kam es in dieser Situation zu einem Kampf, besser gesagt zu einem Feuergefecht. Zwei Mitglieder des JSOC seien dabei getötet worden. Was dann geschah, ist nicht bekannt. Es hört sich schon wie eine typische Western-Schießerei an, die uns da Stewart liefert, den Amis aber durchaus zuzutrauen. Doch natürlich geht es nicht um diese Auseinandersetzung, sondern dass es Lockheed Martin demnach tatsächlich gelungen sei, ein ganz eigenes UFO zu konstruieren, eben auf der Grundlage außerirdischer Technologie. Und wenn das, was Stewart sagt, der Wahrheit entspricht, dann können wir auch gut und gerne davon ausgehen, dass diese rückentwickelte UFO-Technologie ja lange noch nicht so ausgereift ist, wie man es denn gerne hätte. Vielleicht reicht es derzeit tatsächlich nur für ein paar Testflüge. Interessanterweise könnte dies aber auch tatsächlich einige andere vermeintlich außerirdische UFO-Abstürze erklären. Ihr fragt euch ja auch immer, warum denn so viele UFOs abstürzen. Stewart erzählt uns dann noch, dass dem US-Kongress durchaus bewusst ist, dass Lockheed Martin im Besitz nicht menschlicher Raumfahrzeuge ist, wie er es nennt. Und nicht nur sie, außerirdische Materialien und UFOs seien an viele verschiedene Luft- und Raumfahrtunternehmen weitergegeben worden. Nun ist dieser Bericht um den Kampf eines abgestürzten menschengemachten UFOs ja schon wirklich abenteuerlich und er basiert halt eben nur auf den Aussagen eines anonymen Whistleblowers, dessen Worte Stewart lediglich in einem Podcast wiedergibt. Also habe ich mich da mal auf die Suche gemacht, ob denn irgendetwas zu finden ist, das diesen Vorfall beweisen könnte. Irgendein Bericht mit Beteiligung des JSOCs, am besten natürlich in oder um Nevada herum. Also dort, wo das UFO abgestürzt sein soll. Und das Ganze natürlich im Jahr 2004. Und was soll ich sagen? Ich bin da auf etwas gestoßen. Aber schaut einmal selbst. Auf einer offiziellen Webpräsenz der US Air Force findet sich ein nur kurzer Artikel vom 17. März 2004. Dieser berichtet tatsächlich von einem Vorfall in Nevada. San Antonio. 5 Menschen kamen ums Leben, als das Flugzeug der Luftwaffe, mit dem sie reisten, am 16. März in der Wüste von Nevada, etwa 125 Meilen nordwestlich der Nellis Air Force Base, abstürzte. Der zivile Pilot der Luftwaffe, der Beechcraft K-1900, und 4 zivile Auftragnehmer kamen bei dem Absturz ums Leben. Das Flugzeug befand sich auf einem Linienflug zu einer Landebahn der Tonopah Test Range, als es in einem unbewohnten Gebiet, der Nevada Test and Training Range, abstürzte, sagte Captain Angela Johnson, eine Sprecherin des Air Warfare Center in Nellis.
Bei den Auftragnehmern handelte es sich um technische Experten, die bei JT3 Corporation beschäftigt waren und im gesamten Schießstandkomplex an der Testausrüstung arbeiteten, sagte sie. Die Ursache des Absturzes wird noch untersucht. Wenn man den Absturz eines menschengemachten UFOs und das Umkommen der Beteiligten irgendwie offiziell erklären müsse, ohne das zu erwähnen, was wirklich passiert ist, ich bin mir fast sicher, dass eine solche Presseerklärung ziemlich ähnlich lauten würde. Ein wirklich hochinteressanter Fall, wie ich finde. Nicht nur, weil es demnach sowohl abgestürzte außerirdische als auch irdische UFOs gäbe, sondern weil es dann natürlich auch einen Kampf zwischen Unternehmen und eben der US-Regierung gäbe, zumindest zwischen Pentagon und den Luft- und Raumfahrtunternehmen, der natürlich alles andere als offen ausgetragen werden kann. Ob man diesen aber ja ewig geheim halten kann, das ist natürlich fraglich. Aber was haltet ihr von den Worten von John Stewart? Sind sie glaubhaft? Schreibt mir wie immer eure Meinung dazu in die Kommentare. Und wenn euch das heutige Video gefallen hat, so lasst mir doch einen Daumen nach oben da. Ihr wisst ja, da freue ich mich wirklich immer sehr. Und wer noch nicht abonniert hat, der aktiviert jetzt hier die Glocke neben mir. Wir sehen uns dann morgen schon wieder. Bis dahin, Augen auf und bis zum nächsten Video.